Hallöchen, liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Wir starten heute gemeinsam Outriders in der Demo. Die Vollversion erscheint am 1. April dann und wir werden alles an Fortschritt, den wir jetzt hier machen werden, in der Demo auch übernehmen können in die Vollversion. Und Outriders ist ein Spiel, worauf ich schon lange gewartet habe. Und ja, das Spiel sollte ursprünglich mal am 2. Februar herauskommen, wurde aber dann verschoben auf den 1. April. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los mit der Demo. Let's go! Kapsel 1, hier Floris-Zentrale. Freigabe für Sinkflug zur Oberfläche. Verstanden. Führe Abkopplung durch. Starte Hilfsdüsen. Zentrale, noch 20 Sekunden bis zum Eintritt. Schubdüsen starten, drehen und bremsen. Primäre Zündung, ist auf 30%. Drehung. Triebwerk voran. Höhe 20.000 Fuß und fallen. Kapsel 1, Empfang ist gestört. Zur Hochleistungsantenne wechseln. Signalstärke bestätigen. Sehr gut, Kapsel 1. Zur Landung ansetzen. Triebwerke aus. Kapsel 1 gelandet. Ist fast wie zu Hause. Und genau das macht mir Sorgen. Na, Boss? Alle bereit? Hast du den Truck? Scharfschützen auf 3 und 6, mehrere Verteidigungslinien und eine Operationsbasis, und zwar binnen einer Stunde. Los! Goodman, komm her! Du weißt, was hier auf dem Spiel steht. Die Flores ist zur Hälfte demontiert. Das Triebwerk soll Energie für 500.000 Einwohner liefern. Wenn diese Outriders fündig werden, meldest du das gefälligst zuerst mir, klar? Ich soll nur für die Einhaltung der Verfahrensregeln sorgen. Das ist nicht die Erde, She-Ra. Es gibt hier keine Verfahrensregeln. Outriders, ich weiß, was ihr denkt. Wir können nicht zurück nach Hause. Und niemand weiß, was uns da draußen erwartet. Aber die ICA-Sesselfurzer genehmigen die Landung erst, wenn wir die Sonden finden. Dann an die Arbeit! Runde die Gegend zu Fuß. Muss mir mal die Beine vertreten. Ich gehe vor. Nicht, dass du gleich am ersten Tag gefressen wirst. Entspann dich, Otto. Schuld ist mir gar nicht. Cap.
Ohne dich wäre ich nicht hier. Ich läge zu Hause unter der Asche begraben. Okay. Rücken wir aus. Seid wachsam. Riech bloß mal die Luft. Meine Lungen sind gar keine Luft mehr gewöhnt, die nicht nach Diesel und Scheiße duftet. Ich fand die Luft auf der Erde nicht so schlimm. War dran gewöhnt. An die frische Luft wirst du dich auch gewöhnen. Eigentlich hätte doch keiner von uns entkommen sollen. Schuldgefühle, weil du überlebt hast. Geht uns allen so. Es ist nicht nur das. Wäre der Antrieb der Caravelle damals nicht explodiert und hätte die meisten echten Outriders getötet, stünde hier an ihrer Stelle nicht eine Gruppe von Söldnern. Ich habe dich angeheuert, weil du dich von nichts aufhalten willst. Ja, sehr freundlich. Dann gehen wir mal an die Arbeit. Ein was muss ich aber mal noch ganz kurz hier machen. Und zwar, bevor wir jetzt weiter hier auf die Reise gehen, das fällt mir gerade so auf, die Dialoglautstärke, die drehen wir mal noch ein bisschen höher. So. Perfekt. Kollege, warte, ich komme. Hier schlagen wir das Lager auf. Outrider, signalisiere dem Hauptquartier, dass die Gegend sicher ist. Alles klar, mache ich. So, wir gehen mal hier vorne ran. Das muss ich ja schon mal so sagen, die Welt an sich sieht ganz cool aus, so vom Design her, hier mit diesen blauen Pilzen oder was das auch immer sind hier und hier diesen Pflanzen und so weiter, genauso wie diese, ich nenne sie mal Bestien oder Kreaturen, die man auch jetzt hier schon so gesehen hat, sehen auch ganz cool aus, wie ich finde. So, einmal einnehmen jetzt hier, zack. Na schön, Leute. Wir haben einen Job zu erledigen. Kasper, Skarstedt, sichert die Umgebung. Ich will Befestigungen innerhalb einer Stunde. Jakob, du überprüfst die Munition. Goodman, starte deinen Scanner, damit wir die verdammten Sonden finden. Outrider, auf ein Wort. Alles klar. Was soll ich tun? Hey. Egal, was hier draußen passiert, ich brauche dafür meine Spitzenkraft, falls was schief geht. Kann ich auf dich zählen? Sag mir schon, was anliegt, Cap. Unsere Waffen wurden seit 100 Jahren nicht abgefeuert. Geh mal rüber zu Jakob und lass deine Ausrüstung prüfen. Sobald wir die Sonden aufspüren, solltest du aufbrechen. Noch Fragen? Keine Nachricht von der Erde? Ist sie echt hinüber? 15 Jahre nach Beginn der Reise wurde es still. Das hatten wir erwartet. Seitdem gab es laut ECA keinerlei Kontakt. Scheiße. Ich bin in einem Slum aufgewachsen. Hab um Reste gekämpft. Und lange vor dem Ende hatte ich schon alle verloren. Vom Weltuntergang hatte ich keine Angst. Hätte eh nie gedacht, dass ich älter als 20 werde. Irgendwie gehöre ich zu denen, die es geschafft haben. Dabei weiß ich nicht mal, was ich hier eigentlich tun soll. Wenn's gut läuft, wirst du all das irgendwann zurücklassen müssen. Das ist ein neuer Anfang. Du könntest hier eine Familie gründen. Eine Hütte bauen. Alt und fett werden. Nichts für mich, Cap. Mit Kugeln kann ich umgehen, mit Kindern nicht. Für so einen wie mich wird's hier keinen Bedarf geben. Vielleicht für dein früheres Ich. Aber du gehörst zu den Auserwählten. Du kannst die Zukunft gestalten. Wirf das nicht weg. Wie ist es denn mit der Profiltiefe? Ist aus deiner Familie noch wer von der Erde entkommen? Mein Bruder. Aber nur fast. Okay. Sie froren ihn ein, als wir L.A. evakuierten, um die Blutung zu stillen.
Aber es war zu spät. Ach, Mist. Das tut mir echt leid. Hatte keine Zeit, um drüber nachzudenken. Was ist mit Sarah? Ihr geht's gut, oder? Ja. Meine Sarah ist da oben. Ihre Gruppe wird erst in 6 Monaten geweckt, aber ich kann warten. Ich konnte dir das alles in dem Chaos bisher noch nicht sagen, aber meine Kleine ist schwanger. So habe ich ihr den Platz verschafft. Im Doppelpack günstiger, was? Also deshalb bist du so scheiß gut gelaunt, seit sie dich aufgetaut haben. Übertreib's nicht. Ja, Sir. Opa, Sir. Ich such dann mal Jakobs Schießstand. Okay, du musst bereit sein, falls wir von den Sonden hören. Interessant, was wir da jetzt so ein bisschen über ihn erfahren haben. Gut, wir gehen dann jetzt mal hier ein wenig durch das Lager. Hey Jungs, was macht ihr hier mit den Kisten? Okay, der untersucht diese Pflanzen, wie es aussieht. Wir gehen mal hier hoch. Was hast du denn, Boss? Ich kenne diesen Blick. Was hältst du von diesem Ort, Jakob? Echt perfekt. Wunderschön. Wie lange es wohl noch dauert, bis wir alles unter Beton und Plastik vergraben? Ach komm, sei mal nicht so zynisch. Sieh dir nur dieses Tal an. Ich weiß nicht, Boss. Vielleicht steht für uns alle zu viel auf dem Spiel. Einen Planeten haben wir ja bereits auf dem Gewissen. Wenn wir den hier auch verbocken... Muss ja nicht sein. Klar. Vielleicht sind wir am Ziel. Vielleicht müssen wir bald nicht mehr mit einer Knarre unterm Kissen schlafen, uns jeden verdammten Tag Sorgen um Nahrung machen. Ach, glaub's mir, Boss. Ich will, dass das funktioniert. Ehrlich. Nur, Menschen ändern sich nicht. Alles auf schwarz gesetzt, was? Die Bank gewinnt immer. Am letzten Tag wurde es echt brenzlig. Ich wusste nicht, ob es überhaupt jemand schaffen würde. Es war ziemlich knapp. Musst du auch ständig daran denken? Ich weiß. Es ist irre. Das ist 80 Jahre her. Kommt mir vor wie Tage. Meine Knöchel tun noch immer weh, meine Ohren klingeln vom Gewehrfeuer. Ja, sie kamen zu Tausenden. Alle kletterten übereinander, schlachteten jeden ab, der im Weg war. Sie wollten den Startturm abreißen, die Türen unseres Shuttles einstoßen. Ich war schon in vielen Kriegsgebieten, aber das war reinste Anarchie. Hör mal, den Planeten konnten entweder wir verlassen oder sie. Wir haben getan, was wir tun mussten. Wir tun, was wir tun müssen. Wir passen aufeinander auf. Das sollten wir. Neben dem Cap und Cuthbert bist du der einzige Überlebende, den ich kenne. Und der einzige, den es sich zu kennen lohnt. Bin froh, dass du es an Bord geschafft hast, alter Scheißkerl. Ich auch. Zeit für ein paar Tests. Willst du zielen üben, Boss? Fangen wir an. Klar, will ich das üben. So, bin bereit. Test kann losgehen. Cooles Ding. Ja, ein neues Spielzeug. Du darfst es zuerst ausprobieren, Boss. So, kommt mal her. Kommst du gegen einen Panzer an? Prima, du kannst es immer noch. So, also ich muss ja schon mal so sagen, die Waffe fühlt sich ganz gut an. Fühlt sich ziemlich gut an, was? Probier mal die Handfeuerwaffe. Fällt mir schon mal ganz gut so.
kannst mit der Angeberei aufhören. So, mit den Hologrammen hier. Gut, das passt. Genau wie Fahrradfahren. Ja, da hast du recht, mein Lieber. Wie Fahrradfahren. Ich bin auf deiner Seite zu sein. Noch drauf. Outrider, sieh nach, ob unsere ECA-Vertreterin Shira schon Sonden gefunden hat. Ja, wir haben es auf jeden Fall noch drauf. So viel steht fest. Ich soll... Hey, ganz ruhig, Mann. Meine Güte. Einfach herrlich. Hättest du das doch sehen können, Dad. Hallo. Du bist Shira, richtig? Tut mir leid. Ist die Landschaft nicht unglaublich? Wunderschön. Oh, hätten wir bloß ein Internet, um die zu posten. Das ist rein wissenschaftlich. Übrigens, das Internet werden wir binnen 6 Monaten am Laufen haben. Wir haben das ganze Ding gebackupt. Ich zieh dich nur auf, Shira. Wie sieht's mit der Sonde aus? Der Scan läuft noch. Keine Ahnung, was ich sonst noch tun kann, aber... Wie können die Signale der Sonden einfach verschwinden? Ja, es hieß, es wäre eine Art Interferenz oder sowas. Vielleicht aus dem All, aber nicht von hier unten. Trotzdem waren die ersten Messwerte wohl korrekt. Wir atmen. Ja, aber damit die ECA zulässt, dass noch 500.000 Menschen herkommen, müssen die Sonden bestätigen, dass wir sie versorgen können. Und falls das nicht klappt? Welchen Plan B hat die ECA? Hast du auch Fragen, auf die ich Antworten habe? Wie soll die Kolonisierung ablaufen? Du bist im Planungsteam, richtig? Ja. Wir haben begonnen, das Triebwerk zu demontieren. Das müssen wir zuerst runterbringen. Der Nuklearkern sollte genug Energie für die Versorgung der Kolonie liefern. Und wann sollen die zivilen Kapseln runterkommen? Binnen weniger Wochen, wenn alles klappt. Erstmal nur so viele Menschen und Ressourcen, wie für die Infrastruktur nötig sind. Also Wasser, Nahrung, Unterkünfte. Dann wecken wir weiter Leute auf. Je ein paar Tausend, nur so viele, wie ernähren können. Und dann wirst du hier im Handumdrehen mitten in einer Stadt stehen. Du meinst, die Floris bleibt so lange da oben? Das Schiff wurde im Orbit gebaut. Es sollte nie landen. Wir müssen es dort am Himmel lassen, bis wir wieder durchs All reisen können. Eines Tages, vielleicht. Okay, sag mir die Wahrheit. Glaubst du, die ECA hat den Plan richtig durchdacht? Mein Vater war Mitglied des Teams, das den Plan entwickelt hat. Mein Leben lang hat er diesen Tag vorbereitet. Die größte Unternehmung der Menschheitsgeschichte. Oh, so bist du auf das Schiff gekommen, wie? Papas Beziehungen. Nein. Ich habe Maschinenbau studiert, Jahre im Orbit verbracht, die Struktur entworfen, Nieten in die Hülle getrieben. Ich habe am Schiff mitgebaut. Du hast es dir also verdient. Schön für dich. Das war mein Vater. Aber nicht so, wie du dachtest. Er hat mir seinen Platz überlassen. Er blieb zurück. Scheiße, das tut mir leid. Er wäre von diesem Ort begeistert gewesen. Aber jetzt bin ich eben allein. Es ist komisch, niemanden zu kennen. Komm und häng mit uns ab, wenn das vorbei ist. So übel sind wir gar nicht. Vielleicht komme ich drauf zurück. Wir können uns ja kennenlernen, wenn du magst. Hey, soll das Ding hier so blinken? Oh, 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 oh. Das ist eine Sonde. Tanner, ich glaube, wir haben ein Signal, ganz nah. Gute Arbeit, Outrider.
Finde das Scheißding, damit wir diese Kiste landen können. Verstanden. Hey, das ist ein historischer Moment. Wir sollten ihn dokumentieren. Alles für die Wissenschaft, was? Alles klar. Unser nächstes Ziel ist also die Sonde. Vorsicht! Bewegung auf 9 Uhr. Was Großes. Alle Einheiten, bleibt wachsam. Umgebung sicher. Erst feuern, wenn wir wissen, womit wir... Wow. Ich sehe sowas wie hyänenartige Kuhviecher. Ja, ich sehe sie hier drüben auch. Ist eine ganze Herde. Sind wir sicher, dass alle Tiere in dieser Gegend Vegetarier sind? Pflanzenfresser. Wir nennen sie Pflanzenfresser. Ja, egal. Ganz schön hässlich, wenn ihr mich fragt. Nein, sie sind erstaunlich. Lassen sich bestimmt domestizieren für die Viehzucht. Ja, die geben bestimmt saftige Steaks ab. Hoffen wir mal, dass es hier keine Gefährlichen jetzt gibt. Weil ansonsten könnte das etwas das Leben hier auf diesem Planeten, ja, verschlechtern. Sagen wir es mir mal so. Da oben steht auf jeden Fall einer. Ich weiß nicht, warum mein Gefühl sagt mir, wir müssen gegen den jetzt kämpfen. Eins von diesen Kuhviechern sonnt sich direkt vor mir. Vielleicht kommst du nah genug ran, um eine DNA-Probe zu nehmen. Ist zwar nicht gerade Priorität, aber... Wenn ich mich dem Ding nähern kann, versuche ich's mal. Alles klar. Eine Probe nehmen. Hab's verscheucht. Aber ich hab die Sonde. Fantastisch. Da baut sich ein Sturm zusammen. Cap, hab die Sonde. Hat eine harte Landung hingelegt. Aber die Daten scheinen intakt. Verstanden. Übermittle es ans Hauptquartier. Gute Arbeit, Outrider. Warte. Tanner? Ich empfange hier noch ein zweites Signal, aber irgendetwas ist seltsam. Seltsam? Die Tonhöhe steigt und fällt. Eigentlich sollte sie gleichmäßig sein. Outrider Alpha an Hauptquartier. Wartet noch mit dem grünen Licht. Wir müssen noch eine Sonde analysieren. Negativ Alpha, euer Job ist getan. Verdammt. Maxwell, hör mir zu. Wir können uns keine Fehler erlauben. Gib uns Zeit. Noch länger und wir verlieren das Orbitalfenster. Die Daten sind da, ich sag Bescheid. Ihr wollt weitersuchen? Gebt nicht mir die Schuld, wenn ihr Ärger bekommt. Ende. Ach, na schön, Outriders. Zurück zum Konvoi. Suchen wir diese verirrte Sonde. Alles klar, Boss. Ich komme zurück. Schade. Ich hätte mich gerne hier noch ein wenig weiter erkundet, denn dort hinten geht's ja offenbar entlang. Aber nun gut, Befehl ist Befehl. Boss, ich komme. Moment, was war das? Ich habe da gerade irgendwas gehört, was laut ist. Laute Schritte. Ja, die kommt, glaube ich, von hier dahinter. Hey, Cuthbert, gibt's was Neues? Von der Sonde kommt nur Rauschen, aber habt die Quelle verfolgt. Da. Habt ihr eure Gummistiefelchen? Jakob, gleicher Scheiß, anderer Planet. War ja klar. Du Scheißkarre! Die Elektronik stürzt ab! Die Trucks stehen still. Wir gehen zu Fuß. Soldat, du kümmerst dich um She-Ra. Verstanden? Wir gehen weiter. Augen auf!
An der eigenen Spucke verschluckt, Alter? Bin okay. Scheiße! Bringt ihn zum Schiff! Alarmiert die Sunnis! Was ist los? Zurück! Gott verdammt! Tanner, ich sehe die Sonde. Da bewegt sich was. Rücke vor. ECA-Hauptquartier. Wir haben hier eine potenzielle biologische Gefahr. Erbitten Quarantäneverfahren auf der Basis. Verdammt, Tanner, ihr Holzköpfe! Vermasselt das nicht! Mein Ruf steht auf dem Spiel bei der Landung und ihr habt keine Befehlsgewalt über mich! Maxwell! Mist! Einheit 2, bleibt auf Position. Wir kommen zu euch. Bereitet das Sanitätszelt vor, falls wir schnell handeln müssen. Alles klar. Hier machen wir dann weiter in der nächsten Folge, würde ich sagen, Leute. Hier machen wir jetzt erstmal Schluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.